Hallo Leute, ja, wir sind hier an unserer Produktionsstätte für Eisen und Kohle wird hier auch angeliefert und die Kohle haben wir ja letztes Mal begutachtet. Da laufen jetzt hier die Lager voll. Dann haben wir gesprochen, dass wir vielleicht den einen oder anderen LKW darunter nehmen müssen, weil der nicht mehr benötigt wird, weil ja hier komplett auch per Zug angeliefert wird. Schaut's Logo, dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, jetzt war hier ein LKW. Und eigentlich könnten wir den jetzt ins Depot schicken, oder? Ja, jetzt kommen solche Sachen wie Geschäft ist gesunken, ne? Einnahmen. Warte mal, wir machen mal Stufe 2 hier. Jetzt fahren wir ja alle zu langsam. Also hier hinten kommt noch Kohle angeliefert, ne? Warte mal da. Aber das ist, der kommt auch von da und geht darüber, wenn, ne? Das ist nur die direkte Anlieferung dann, oder? Jetzt kommt hier wieder was raus, auch, ne? Ja. Ja, aber hier ist es ja voll, ne? Das heißt, nächste Kohle-LKW, der hier kommt, den können wir, glaube ich, auch abservieren. Gucken, ob er hier rumfährt. Der macht da. Und der kann auch ins Depot. Der ist schon. Weil wenn das jetzt hier immer mehr wird, dann müssen wir. Es ist schon fast voll, ne? Da blockiert uns gleich der Zug. Das ist nämlich nicht gut. Der kann auch weg. Frage, ob hier noch einer kommt. Könnt ihr auch auf der Linie schauen, ne? Und da sehe ich jetzt nicht. Detail sehe ich hier. Ist noch einer drauf. Oder? Das ist jetzt die Frage, ob da noch einer drauf ist. Da kommt auf jeden Fall noch einer. Ah, da sehe ich hier. Der ist im Depot. Einer fährt noch. Und ich glaube, einen lassen wir besser fahren. Ja, okay, jetzt ist hier doch, zwei sind fast voll. Aber hier wird jetzt auch rausgeholt wieder. Ja, ich glaube, das lassen wir jetzt mal so, wie es ist. Es könnte nämlich jetzt aber einen Zug reinfahren mit Kohle und der würde dann nicht wieder rausfahren, ne? Wo ist denn jetzt ein Kohlezug? Da kommt er nämlich. So, und der fährt jetzt nicht raus, weil er nicht leer ist, oder? Doch, ist er leer. Ist dann irgendwo noch mehr Kohle? Naja. Okay, der holt jetzt Eisenerz. Ja, hier ist. Bin ich gespannt, ob was gleich brach liegt, weil zu viel Kohle da ist. Okay, er hat nochmal was abgeholt. Aber der nächste Kohlezug, der müsste das alles voll machen, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ist er jetzt. So, und jetzt steht er nämlich. Aber der fährt weiter. Okay, dann ist egal. Er hat nicht ganz entladen, aber dann ist das erstmal soweit gut. Wenn der hin und her fährt, das heißt, wir können auch noch den letzten LKW, der hier Kohle fährt, abholen. Was macht er jetzt? Was holt er? Okay, und was ganz anderes. Glas, Stahlträger sind das wahrscheinlich hier. Kann man nicht sehen. Da ist er. Nee, doch nicht. Der fährt weiter. Da kommt noch einer. Ist der es? Ja, der ist es. Den nehme ich dann auch runter. So.
Da ist das geklärt und sollte hier funktionieren und er fährt mit dem Kohlezug, fährt halt dann wieder weg. Aber das ist halt so, da kann ich jetzt auch nicht so wirklich dran was ändern, ne? Jetzt kommt da der nächste Kohlezug, mal gucken, wie viel er dann behält. Okay, 2 und 1, das geht, da können wir mit leben eigentlich, oder? Okay, der fuhr jetzt mit mehr. Ah ne, der kommt gerade, okay. Ja, der fährt jetzt gerade wieder rein, ne? Er holt auch ab. Passt erst. 26 gehen da rein. Wie viel hat so einer? Ja, ein bisschen mehr. Ah, 2 und 3. Ich glaube, 4 mal 2 ist 8. 11 hat er mitgenommen wieder. Okay. Das ist ein unrentables Fahrzeug, aber da kannst du nicht mitkriegen, weil, ne? Ist halt ein Problem dabei. Hier geht es jetzt nicht weiter. Hier sind zu viele Fließbänder voll, ne? Müsste man eigentlich noch weitere Lagerstätten bauen. Stell mir jetzt zum Beispiel die Frage, ob hier überhaupt was abgeholt wird in der Richtung. Gute Frage, ne? Schließ das mal. Was ist das für ein Fahrzeug jetzt? Okay, der bringt irgendwie Kies irgendwo hin. Das sind jetzt Zahnräder. Wer holt denn Zahnräder ab? Er hier? Sind das Zahnräder? Ne, das sind, oh, das ist schon das, was wir brauchten, ne? Zahnräder sind nicht, das sind hier Eisenteile, okay. Die werden tatsächlich abgeholt wohl. Dann müssen wir nur darauf achten, wenn da kommt ja gerade einer. Und der das ist, der die auch mitnimmt. Ja, dann nimmt die auch mit. Wo fährt der hin? Hier hin. Nee, oder? Wer braucht denn hier Eisenräder? Okay, hier unten sind sie. Ah, okay. Da werden diese Platten dann rausgemacht. Das Lager ist aber leer. Das würde bedeuten, da kann man definitiv noch einen zweiten LKW vielleicht draufsetzen, oder? Das ist der Eisenteile zu Möhrigstadt Süd. Verkauft die alle. Kaufen. Eisenteile zu Möhrigstadt Süd. Ja, wahrscheinlich Südost. Fahr. War das hier Möhrigstadt Südost? Ja, war's. Gut, das heißt, wir holen da noch mehr ab. Aus diesem Lager wird dann mehr raus und dann wird auch schneller produziert. Sollte funktionieren, oder? Weil hier ist ja definitiv immer gut gefüllt. Und wenn er jetzt hier noch ein paar mehr mitnimmt, das sind ja nur 5 Zahnräder, dann sollte das nicht zum Problem werden. Die sind ja auch sofort wieder nachgerutscht hier, ne? Kommt von hier. Ja, alles easy. Hier kommt schon wieder die nächste Rutsche. Die kommen auch dahin, ne? Das ist alles gut. Hier sitzt auch voll. Sitzt hier überall voll, ne? Man könnte jetzt noch mal den Kohlezug abwarten, wenn wir hier 5 Eisenteile mehr holen. Vielleicht hat das auch eine Auswirkung auf den Zug gehabt. Dann würden wir das ja sehr gut ausgleichen, ne?
Okay, er holt was ab. Der ist voll. Da kommt schon der nächste mit Kohle, okay. Mal schauen, ob der leer wird. Ja, da schau ja, der Zug ist komplett leer. Was einen Wagen ausgemacht hat, oder was? Können wir mit leben, denke ich mal. So könnte es vielleicht sogar passend sein, ne? Gut, und hier sind dann tatsächlich 12 Teile jetzt drin. Jetzt müssen wir nur mal gucken, welcher Wagen hier die 13 Teile mitnimmt. Der schon mal nicht. Der bringt sie nämlich. Und jetzt ein Zug. Der ist es nicht, aber der nächste. Auch nicht. Der ist es. Der fährt hier hin, okay. Und wo ist hier die Firma, die das braucht? Logistik. Aha. Das ist das Lager. Und wer holt die ab? Der LKW, der da gerade gefahren ist, ne? Aha, hier kommen die hin. Und das läuft aber auch ganz gut wohl. Gut, dann passt's ja. Hat er da gerade abgeliefert, ne? Ist aber leer, ne? Ja. Okay, dann kommt das aber auch so weit hin. Das passt auch. Dann ist gut. Kohle wird geholt, Kies wird gebracht. Hier auch. Was ist das? Das haben wir noch nicht im Programm, oder? Vakuumröhr können wir noch nicht bauen. Schauen wir mal gerade noch bei der Forschung vorbei. Die war hier. Forschung abgeschlossen. Dampfmaschine 2, okay. Ja, dann können wir weitere Holzverarbeitung zum Beispiel machen oder Forschung 2. Labor 2. Was braucht das? Zeit, Geld und Schaltkreis. Schaltkreis habe ich aber noch nicht. Lager 2, okay. Oh, vielleicht sollten wir Lager 2 mal machen. Straßen gibt es natürlich auch noch, ne? Ach, und Verbrennungsmotoren. Weißt du was? Ne, Lager 2 war das. Oder Verbrennungsmotor. Da kriegen wir große LKWs. Mach das. Was macht denn unser zweites Häuschen hier? Holzbearbeitung. Warte auf Ressourcen. Immer schneller. Okay, die kommen tatsächlich, wenn hier rein. Ja, das ist klar. Jetzt hat er wieder angehalten, ne? So, was müssen wir denn hier anliefern? Glasscheiben. Oh, da sind reichlich da. Jetzt fehlen halt die. Holzbretter, ne? Gibt es denn LKWs, die hier Holzbretter vorbeibringen? Muss ja, sonst wären da nicht 7, ne? Da unten dreht jetzt einer? Ne, doch nicht. Ist er das, der das uns bringt? Nein, der fährt woanders hin. Ah, ist schon vorangegangen. 44 von abgeschlossen. Ach, da sehe ich es. Okay, gut. Und hier jetzt? Eisenerz muss da angeliefert werden. Da müssen wir wohl einen Wagen für haben. Kaufen.
Und wo kriegen wir das am schnellsten weg? Ich glaube hier, ne? Das wird doch hier auch, glaube ich, gelagert irgendwo, oder? Nee, doch nicht. Aber es doch, es kommt hier raus. Es muss dann doch hier irgendwo wegkommen. Okay, das heißt, mehrere statt 1 hinzufügen, mehrere statt 1 laden, halt hinzufügen. Und das war hier, naja. Und da entladen. Speichern als. Okay. Und starten und verfolgen. Garage können wir hier wegmachen, die ist leer. Und das Labor kriegt dann gleich Material, ne? Mal gerade auf 3. Jetzt hat er mir das Falsche geladen, glaubst du doch nicht, oder? Der soll das bitte schön laden. Aber die Strecke gibt es also schon. Naja, egal. So, der entlädt jetzt hier das und dann geht's voran, ja. Das Problem ist, dass er jetzt in der nächsten Runde wahrscheinlich nicht alles abladen kann, weil da kein Lagerhaus ist. Ist gerade wieder langsamer geworden. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Ja, siehst du, der hat einen ausgemacht und das Lager befindet sich auf der Straße sozusagen. So, wie können wir das lösen? Hier noch ein Lagerhaus hinbauen. So, da ist es. Das wäre zu weit weg. Das würde da hingehen. Ist aber nicht mehr an dem Lagerhaus angeschlossen, oder? Das würde bedeuten, wir machen hier vielleicht noch eine Straße hin, oder? Aber ich glaube, der braucht gar keine Anbindung, oder? Mach's einfach da mal hin. Dann gucken wir, ob er da entlädt. Dann müsste er jetzt bei sein, oder? Ja. Da sind 4 Stück reingekommen. Einer wurde gebraucht. Dann funktioniert das jetzt. Gut, dann kriegen wir die 75 auf Dauer auch voll. Wunderbar, würde ich sagen, soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wie ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.